Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, was ist im Moment die stärkste Ratostufe? Ich würde sagen, jetzt nicht, weil wir hier im Moment die Challenge haben, ist das zurzeit das Rathaus 14. Also der Rathaus 14 ist leicht gerascht, aber er hat auch schon beim Rathaus 15 ein bisschen was gemopst, nämlich die Kampftürme. Und ja, ist also ein bisschen so das Aktuelle oder das, was wir hier im Moment spielen können an Challenges. Ich habe die jetzt schon öfter geschafft, allerdings rennt mein Warden auch gerne mal so und mal so. Ist also sehr, sehr unterschiedlich, wie der vor sich geht. Und allerdings müssen die Streukatapulte fallen, beziehungsweise irgendwie wird mein Wächter immer weggebraten. Das ist ganz komisch, mein Wächter wird immer weggebraten. Ich muss ihn also hart am Leben halten, zumindest gegen die beiden Scattershots. Die müssen fallen. Und die schießen allerdings jetzt auch beide auf den. Das heißt also, wenn der obere gefallen ist, können wir hier unten eigentlich schon weitermachen mit unserem Mauerbrecher. Und können dann hier unsere Yetis reinschicken. Nehmen hier hinten den anderen Mauerbrecher. Nehmen direkt dort das hier mit rein. Ihn hier mit drin. Und dann kann das hier losgehen. Bola hier auch mit rein. Mal sehen, wo die jetzt hinflitzen. Da kommt auf jeden Fall der zweite Mauerbruch durch und das sieht noch ganz gut aus. Die Bowler gehen jetzt so ein bisschen rum, aber ich kann die hier in jedem Fall gut durchwuten. Nehme hier hinten einmal den Frost und habe jetzt noch einen Wut über, beziehungsweise einen Frost über. So, hier können die Loons einfach mal so mitfliegen, würde ich sagen. Und wir nehmen hier unseren zweiten Wutzauber. Oh, mein Warden stirbt da immer. Immer stirbt mein Warden da. Ich weiß gar nicht, warum mein Warden da immer stirbt. Naja, fast. Jetzt ist er nicht gestorben. Also jetzt habe ich noch alle Heiler und habe auch, ja, jetzt ist er weg, aber jetzt habe ich natürlich noch die Masse an Truppen drin. Aber komischerweise stirbt mir der Warden da unten immer. Das ist manchmal nur eine Auslegungssache von Millimetern, würde ich sagen. Aber ich habe die Challenge jetzt auch schon öfter gepackt. Und allerdings auch mal nicht, also auch 99er waren vor allen Dingen hier immer gang und gäbe bei mir. Aber dieses Mal geht auf jeden Fall die Truppe hier ganz gut durch und so holt ihr euch eigentlich ganz nett die 30 Gems ab hier, falls ihr den Trank nicht mehr nehmen könnt, also claimen wir das hier. Aber warum ist Rathaus Level 14 so stark? Wir gucken mal in den letzten Clankick rein, denn dort habe nicht nur ich mal einen Dreier mit dem 14er gemacht, sondern unser Gegner war unheimlich stark. Die haben also wirklich von unten nach oben wirklich aufgeräumt, kann man nicht anders sagen. Und die Rathaus 14 waren unheimlich stark. Aber ich meine, unser Rathaus 14 Bereich ist auch nicht schlecht, aber ihr seht das hier. Der Angriff auf Avatar ist jetzt natürlich nicht unbedingt eine Meta, das so zu machen. Und die Base wird hier auch nicht so häufig gedreiert, aber dieses Mal recht dominant. Mit Drachen und Drachenreiter ist, glaube ich, im Rathaus 15 und Rathaus 14 Bereich im Moment eine ziemlich gute Angriffsstrategie. Es sieht ein bisschen nach Spam aus. Ja, du machst halt einen ganz kleinen Funnel da unten mit den Helden durch die Mauer in dieses kleine Rechteck da. Und nimmst mit den Zeppelin alles hier mit rein. Ich meine, hier ist die Mitte natürlich ultra hart verteidigt bei mir, aber mit Doppelklon hier gleich auf den Zeppelin ist das schon eine ziemlich starke Angriffsstrategie. Natürlich mache ich die nach, ne? denn wenn der Gegner mal was vormacht, was geht denn so, dann kann man das durchaus mal nachspielen. Das muss nicht sofort funktionieren, weil die Base muss natürlich auch passen. Aber ihr seht auch oben, selbst wie lange die geklonten Loons hier mehr oder weniger überleben und tanken, ist schon ziemlich krank, finde ich. Und deswegen hier der Rathaus 14 Bereich ist, finde ich im Moment, also gut, finde, ist sehr, sehr stark. 15 ist schon wieder manchmal ein bisschen zu stark. Da wird auch nicht so viel gedreiert. Da hat der Gegner auch nicht so viel gedreiert. Also, obwohl die 14er hier so gut aufgeräumt haben in den Bereichen, waren die 15er jetzt nicht so, dass das auch alles 3-Sterne-Päpste waren. Aber sie waren halt ein bisschen besser, weil wir im Moment ein Problem haben. So sehe ich das für mich. Das ist jetzt nichts Negatives gegen den Clan hier oder so. Aber wir sind hier im Rathaus Level 13 und im Rathaus Level 12 Bereich nicht stark
aufgestellt, so will ich es mal sagen. Da schwächeln wir und müssen oftmals da mit anderen Truppen noch dran, beziehungsweise mit 14ern noch dran. Ich muss mal gerade gucken. Jo, Avatar hat das hier auch mit einer anderen Kombination gemacht. Die kennt er jetzt auch schon von mir. Nämlich mit den Bogenschützen und den Yetis. Auch das ist eine gute Kombi, obwohl am Ende ist es eigentlich tatsächlich der Warden, der hier die Fahne hochhält. Also das ist hier so ein bisschen der Heilsbringer. Und das ohne den neuen Skin. Ja, aber wir gucken einfach mal selber rein. Rechts und links ein bisschen gefunnelt, dass die Truppen auf jeden Fall nicht außen rum rennen, sondern hier schön in die Mitte gehen. Wann ich die Bogenschützen immer spiele, ist immer schwer zu sagen. Ich habe mir jetzt immer gesagt, wenn der Adler mindestens einmal geschossen hat, solange er noch lebt, danach ziehe ich die erst raus, damit die nicht gleich den ersten Schuss abbekommen. Denn das ist ja letztendlich meine Haupttruppe hier, die Bogenschützen. Und mit dem Katapult hier geht es ganz gut durch. Okay, ich hatte wieder zwei Sprünge dabei. Womöglich reicht einer. Und man hätte noch einen weiteren Wut oder zwei Frost hier haben können. Allerdings, ihr seht, die Truppen gehen auch gut durch die Mitte. Ein bisschen geht rechts außen lang, ein bisschen geht links oder oben. Oben außen lang auch mit den Bogenschützen hier. Die machen das da oben ganz, ganz alleine. Und habe jetzt zwar noch viel zu tun hier, ja, es funktioniert aber trotzdem. Jetzt kommt noch der Giftzauber vom Rathaus. Und danach noch außen hier der King. Der King auch unheimlich stark. Also King und Rathaus Level 14. Ja, sind im Moment, ich bespiele es im Moment sehr, sehr gerne auch, muss ich sagen. Also in Avatar hier spiele ich sehr, sehr gerne zurzeit, weil es einfach so Bock macht. Und ja, jetzt nicht immer drei Sterne zu holen, aber ihr seht schon, wie knapp das war, ne? Pony ist jetzt zum Heilen auf den Warden drauf und der kriegt erstmal überhaupt keinen Beschuss. Der kann alles schön aus der Ferne machen und ich hatte hier noch Zeit ohne Ende. Also ich brauchte gar nicht jetzt zu hoffen, hier werden das drei Sterne oder nicht, weil hier geht halt auch nichts mehr dran an den Warden, weil keine Verteidigung kommt da jetzt noch drauf. Ja, Bogenschütze noch oben. Also so kann man es machen, wenn auch ein bisschen mit Glück. Ja, ich weiß. Wenn auch ein bisschen mit Glück hier. Aber dennoch, drei Sterne sind drei Sterne. 14 auf 14. Immer gelingt euch das nicht und mir auch nicht. Also auf die gleiche Ratostufe und dann auch recht gut ausgebautes Dorf. Und wenn es der Warden denn mal macht, dann ist er auch in Ordnung. Wir haben ja eben schon den Warden Walk gehabt in der Herausforderung und jetzt auch hier. Also auch stark 100% drei Sterne hier vom Avatar. Letztendlich hat das Ganze so ein bisschen, muss ich sagen, ein Angriff eigentlich getoppt. Also wie gesagt, die 14er hier waren unheimlich stark und haben hier unten im 14er, 13er Bereich nichts offen gelassen. Und haben dann hier oben, die haben sich weiter nach oben gekämpft teilweise, weil die 15er brauchten noch gar nicht dran und ihr seht das hier auch beim Enemy Team, so gut waren jetzt die 15er nicht, die sind hier bis zur 12 runter, glaube ich, die 15er, und so dolle haben die hier auch nicht gerockt. Die haben einen Dreier da oben geholt, aber das war es. Aber die 14er hier waren unheimlich stark und vor allen Dingen ein 14er war mächtig stark, nämlich die Nummer 13 Light mit 98% auf die Max 15er Base hier. Das fand ich schon sehr, sehr spooky, muss ich sagen, obwohl wir schon öfter auch Rathaus Level 13 auf 15 mit 3 Sternen gesehen haben in anderen Videos bei anderen Content-Kreatoren, was auch sehr, sehr stark ist. Aber der Angriff hier ist auch wirklich mal sehenswert mit, was nimmt der denn eigentlich da noch so bei? Wir haben die E-Titanin, okay, E-Titanin und die Eisgolems. Mit ein paar Heiler, Sprungzauber, 3 Wut, ja, okay, so kann man es machen. Aber mit dem Flamefinger und oben auch der Flamefinger holt so unheimlich viel raus. Also schön gesehen hier, dass man da oben recht viel bekommt mit dem Schleuderkatapult Flamefinger. Flammenwerfer heißt er. Also wirklich, da waren, ich will nicht sagen, da waren wir ziemlich platt, aber daran zeigt es eigentlich, dass im Moment 14 halt sehr, 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 sehr stark ist.
Vor allen Dingen dann mit den passenden Supertruppen, wie hier mit den E-Titanen, Titaninnen. Super Bowler wären sicherlich auch an der Stelle vielleicht gegangen, weiß man nicht genau, aber die können natürlich auch, ja, auch viel Trefferpunkte, ja, die können ruhig mal so ein Multi-Up hier, Sprungzauber sehr schön gesetzt. Wutzauber wird nochmal ausgelöst und hier hinten geht der King und der Flamefinger, der Flammenwerfer, kann ganz in Ruhe da eine Defense nach der nächsten machen und bahnt sich so seinen Weg zum Rathaus. Da hat er nochmal am Ende ein bisschen Lack am Rathaus, muss man auch dazu sagen, dass er das überhaupt bekommt. Aber wir gucken den Angriff eben mal weiter an. Und es erscheint, dass noch viel übrig ist, ja. Aber tatsächlich gehen die bis auf 98% durch. Unten kommt jetzt der Roll Champion mit dazu, der so ein bisschen hier die Flanke Richtung 3 Uhr hier säubert. Und oben ist immer noch ganz piano der Flamefinger. So, der lässt sich ja auch irgendwie so durch nichts aus der Ruhe bringen, ne? Fährt so hin, so, und ja, wo ist mein nächstes Ziel? Ach, da, Schüsschen, zack, da kommen die drei Bäumchen mit Gift, mit Feuer. Und jetzt müssen wir mal am Rathaus gucken, denn das wird nochmal richtig, richtig eine ganz, ganz enge Kiste. Also auch mit den letzten Yeti-Mites schafft er das Rathaus hier noch. Dann, wenn, hätte er das nicht geschafft, hätte Fahrradschlauch, dann wäre wahrscheinlich der Angriff dann mit 98% ein Stern nach Hause gegangen, aber guckt euch mal die Masse der Truppen hier hinten noch an. Das ist noch mal richtig viel und am Ende, glaube ich, war das auch nur ein Timefail. Am Ende war das nur ein Timefail, was natürlich sehr, sehr ärgerlich ist für den Angreifer, aber ich denke mal, wir sind einer Meinung, der Angriff war richtig, richtig gut hier vom Rathaus Level 14 auf Rathaus Level 15 Next. Beeindruckend. Beeindruckend hier mit den E-Titanen. Und dann nur ein Timefail hinzulegen, ist schon, boah, ziemlich stark. Ziemlich stark, und aber der Gegner war auch sehr, sehr gut. Wie gesagt, wir schwächeln im Moment so ein bisschen im unteren Bereich. Da schaffen es halt unsere 12er, na, die 11er gehen noch, aber 12, 13. Ihr seht das, da wird nicht viel gedreiert im ersten Schuss und auch nicht im zweiten, im zweiten Versuch. Und ja, da müssen irgendwann die 15er mit ran, hatten jetzt aber auch einen. Weniger ist aber keine Ausrede. Der Dark Legend hier, nehmt den nicht auf. Das ist ein Clanhopper hier. Ich blende euch kurz mal die ID ein, aber wer den schon im Clan hatte, der wird sagen, yo, den kenne ich und so weiter. Naja, also schon starker Clankrieg. Der nächste Clankrieg startet heute und wir sehen dann wahrscheinlich morgen Abend wieder im Stream hier das Ende mit mir, also nicht das Ende mit mir, sondern das Ende hier vom Clankrieg. Ein bisschen kleiner, ein 20er, wir haben vorher ein 25er gespielt und hier geht es wieder so mit den Rathausstufen. Ist wieder so ein bisschen, ja, 11, 11, 12, 12, 13, 14. Irgendwo tummelt sich dann hier so ein 15er hier unten plötzlich zwischen den 13ern. Alles machbar, würde ich sagen, denn die Def ist jetzt nicht so gut, aber er hat immer Monolithen und Kampftürme, ja, also aufpassen. Und dann mal sehen, was die ja auf People hier können und wie unsere 14er vor allen Dingen wieder zuschlagen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Ja, 14 ist natürlich jetzt eine gerade Zahl. Man könnte jetzt auch sagen, dem Toto gefallen immer die geraden Zahlen Dörfer, also 2, 4, 6, 8, 10, 12 und 14. Die spielt er gerne. Und alles, was ungerade ist, also 1, 3, 5, 7, das spielt er nicht so gerne. Stimmt nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber im Moment ist der 14er hier einfach, ich will nicht sagen zu stark, aber er ist schon sehr, sehr gut. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Twitch.tv/TotoClash. Morgen Abend wieder live und am Wochenende dann wahrscheinlich auch. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf mich. Bis dahin, euer Toto. Clashed.